Kurkuma-Milch bzw. goldene Milch. Heute kommen wir zu einem Getränk, mit dem du deine Gesundheit so richtig verwöhnst. Ich werde dir heute zwei Rezepte zeigen. Eines davon bereiten wir gemeinsam zu und dann mache ich noch eine Live-Verkostung. Bei Kurkuma-Milch handelt es sich um einen ganz besonderen Gesundheitscocktail. Im Vordergrund steht natürlich die enorme gesundheitliche Wirkung von Kurkuma selbst. Aber auch die anderen Zutaten, wie beispielsweise schwarzer Pfeffer, Zimt oder hochwertiges Öl, leisten einen wertvollen gesundheitlichen Beitrag. Kommen wir auch direkt zum ersten Rezept. Kommen wir jetzt zu den Zutaten. Du brauchst einen Teelöffel Kurkuma-Pulver, etwa 1 cm frischen Ingwer, hier kannst du auch gerne die Schale dran lassen. 200 ml Milch, tierisch oder pflanzlich, nimm das, was dir am besten schmeckt. Einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer, einen Teelöffel kaltgepresstes Öl, ich nehme sehr gerne Leinöl. Einen Teelöffel Honig, alternativ kannst du auch Agavendicksaft oder Ahornsirup nehmen. Und zum Schluss noch einen halben Teelöffel Zimt. Und was ich besonders toll finde, das sind alles Zutaten, die du in einem gewöhnlichen Supermarkt kriegst. Und auch die Zubereitung an sich geht ruckzuck. Selbstverständlich kannst du auch gerne frischen Kurkuma verwenden. Den musst du dann allerdings vermutlich im Reformhaus kaufen. Kurkuma ist übrigens ein echter Gesundheitshelfer, denn es wirkt antientzündlich und auch antioxidativ. Und deshalb kann ich dir Kurkuma nur wärmstens ans Herz legen. Und gerade dank dieser beiden Eigenschaften besitzt Kurkuma eine besonders hohe Wirksamkeit bei entzündlichen Erkrankungen, wie beispielsweise Typ 2 Diabetes, Arthritis oder kardiovaskulären Erkrankungen. In einer Studie aus dem Jahr 2016 konnten die Schmerzen bei Kniearthritis-Patienten sogar deutlich gelindert werden, dank der Einnahme von Kurkuma. Aber was haben die Patienten jetzt genau getan? Ganz einfach. Sie haben täglich 1,5 Gramm Kurkumin und 15 Milligramm Piperin zu sich genommen. Piperin steckt in schwarzem Pfeffer und unterstützt die Aufnahme von Kurkumin, also dem Hauptwirkstoff im Kurkuma, in den Körper. Milch in einen Mixer. Ich nehme generell sehr gerne pflanzliche Milch, in dem Fall hier Sojamilch. Du kannst auch gerne Mandelmilch oder Reismilch oder irgendeine andere Milch nach deinem Geschmack nehmen. Dann schneidest du den Ingwer bitte in kleine Stücke und das gleiche gilt auch für den Kurkuma, falls du Kurkuma in Stücken nimmst. Ansonsten kommt jetzt das Kurkuma-Pulver dazu und in jedem Fall den Ingwer bzw. gegebenenfalls auch den Kurkuma gut waschen vorher. Und dann kommen noch die restlichen Zutaten, also der Pfeffer, das Öl und der Zimt dazu. Dann kannst du jetzt alles schön verrühren, schön mixen und danach geht's ab auf den Herd in einen Topf. Erhitze dabei die Kurkuma-Milch und lass sie kurz aufkochen. Und dann stellst du die Temperatur wieder runter und lässt sie noch 3 bis 4 Minuten ziehen. Gieße die Kurkuma-Milch dann in ein Glas und gib dann noch den Honig darüber. Und das machen wir jetzt. Kurkuma, unsere Kurkuma-Milch fertig und ihr seht, es ist eine wunderbare Konsistenz geworden hier. So, und ich hatte es eben ja schon angekündigt. Jetzt kommt dann noch ein bisschen Honig obendrauf. Gerade ein Schuss Honig, noch für eine angenehme Süße. Da hast du auch natürlich die freie Wahl. Auch wie gesagt, Agavendicksaft oder andere Süßungsmittel kannst du auch nehmen. So. So ist es jetzt geworden, unsere Kurkuma-Milch. Und es ist wirklich, wirklich eine Geschmacksexplosion. Da stecken so viele verschiedene Geschmäcker. Ich schmecke jetzt vor allem auch den Ingwer. Der Kurkuma kommt natürlich auch durch mit seiner starken Kraft. Also wirklich ein hochinteressantes Getränk und du tust richtig was für deine Gesundheit. Kurkuma hilft übrigens auch beim Abnehmen. Wusstest du das? In einer Studie haben 44 Teilnehmer einen 30-tägigen Abnehmversuch gestartet
und dabei haben sie ihre Ernährung umgestellt und ihren Lebensstil angepasst. Nach 30 Tagen haben sie im Durchschnitt immerhin 1,9% ihres Körpergewichts verloren. Und für eine 70 Kilogramm Person bedeutet das beispielsweise einen Gewichtsverlust von rund knapp 1,4 Kilogramm. Und nun haben sie es mit Kurkumin versucht. Dabei haben sie Kurkumin gemeinsam mit Phosphatidylserin, einer Substanz, eingenommen. Und siehe da, nach 60 Tagen haben die Teilnehmer im Durchschnitt 4,9% ihres Körpergewichts verloren. Für die 70 Kilogramm Person bedeuten das starke knapp 7 Kilogramm. Und zusätzlich haben sie rund 8,4% ihres Körperfetts verloren. Mehr zum Thema Abnehmen mit Kurkuma erfährst du im Video hier oben. Ich hatte dir noch ein zweites Rezept versprochen. Machen wir deshalb gleich weiter. Die Zutaten hier. Fangen wir an mit der Kurkuma-Paste. Einen Teelöffel Kurkuma-Pulver, 120 ml Wasser, einen Teelöffel geraspelten Ingwer, einen Teelöffel kaltgepresstes Öl und einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer. Und für die Kurkuma-Milch am Ende brauchst du einen Teelöffel von der Kurkuma-Paste, die wir eben gemacht haben, 200 ml Milch, tierisch oder pflanzlich, einen Teelöffel Honig, auch hier wieder Agavendicksaft oder Ahornsirup sind genauso okay, und dann auch noch einen halben Teelöffel Zimt. Wie du siehst, ist hier der große Unterschied, du bereitest erstmal eine Kurkuma-Paste zu. Ansonsten bleiben die Zutaten aber gleich. Ich finde beide Rezepte sehr lecker und wollte dir hiermit vor allem eine Alternative geben zum ersten Rezept. Und so geht's. Gib erst 120 ml Wasser und dann die restlichen Zutaten, Kurkuma-Pulver, Ingwer, Leinöl sowie Pfeffer in einen Topf. Erhitze alles leicht und lass es dann noch etwa 10 Minuten köcheln. Gib nun die Milch in ein Glas und rühre dann die Paste unter. Verfeinere dann noch mit Honig und Zimt. Ein Hinweis, du kannst auch nur einen Teil der Paste dazugeben, wenn du es nicht ganz so geschmacksintensiv magst. Und so kannst du dir später mit der restlichen Paste noch einen zweiten Drink zubereiten. Hast du schon mal Kurkuma-Milch getrunken? Falls ja, wie bereitest du sie dir zu? Schreib das uns gerne in die Kommentare unten. Für noch mehr Rezepte und Gesundheitswissen abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal hier unten. Dein Christian.